Der traditionelle Sankt-Martins-Umzug des FC Augsburg Kids Club führt nach einem Jahr Pause wieder rund ums Stadion. Wesentlich länger ist es her, dass der FCA einen Sieg im schwäbisch-oberbayerischen Derby gegen den FC Bayern München erlebte. Ganze 6,5 Jahre. Und auch diesmal ist klar, wer der Favorit ist. Dass sie ja sicherlich auch versuchen werden, uns mal höher zu pressen, davon gehe ich schon aus. Und dann habe ich aber trotzdem auch den Anspruch, dass wir im eigenen Ballbesitz gut sind, dass der Gegner mal tiefer verteidigen wird. Einfach ein geiles Spiel, Freitagabend, volles Stadion und wir haben gar nichts zu verlieren. Und wir müssen einfach versuchen, vierte Spielfolge zu Hause Punkte holen. Und während der FC Augsburg als 16. im Abstiegskampf steckt, grüßen die Münchner Bayern einmal mehr von der Tabellenspitze. Da gilt es, gegen Bayern anzusetzen. Die defensive Stabilität ist das A und O. Und da müssen wir uns präsent zeigen, da müssen wir ein ekliger Gegner sein, so wie uns viele in vielen Heimspielen in den vergangenen 10 Jahren es uns ausgezeichnet hat. Die Münchner Devise heißt weiter oben bleiben. Die des FC Augsburg Hoffnung. Wenn wir uns die letzten 3 Heimspiele anschauen, dann haben wir da 7 Punkte geholt, haben 2 Punkte gegen Bielefeld liegen gelassen. Aber die letzten 3 Heimspiele waren schon so, dass wir gute Phasen eben gehabt haben und von den Punkten her auch zufrieden waren. Ja, ich hoffe jetzt am Freitagabend, vielleicht nicht 0, ich muss nicht 0 halten, aber einfach Minimum 1 Punkt gegen Bayern, dann ist auch gut für unsere Moral. Dann ist schon so, dass die Vergangenheit gezeigt hat, dass wenn Augsburg gegen Bayern gespielt hat, dass es immer so war, dass die möglichst viele Tempospieler auch auf dem Feld waren bei Augsburg, um einfach diese Konterstärke dann auch auf den Platz zu bringen. Ob der FC Bayern bereitwillig Punkte abgibt und so wie in der Geschichte St. Martin seinen Mantel teilt, um gegen die Kälte zu helfen, darf bezweifelt werden.